Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Stranded Deep mit dem Voucher, mit unserem Aldale. Weiter geht's. Hier haben wir gestern aufgehört, Leute. An Ort und Stelle machen wir natürlich weiter. Erstmal ein Schlückchen getrunken, dann holen wir neue Wedel und versorgen so ein ganz kleines bisschen die Routinearbeiten. Die können ja auch dazu. Und dann basteln wir weiter. Genau, wir basteln heute. So. Ich habe mich voll auf die Runde jetzt auch gefreut. Ah, man muss sich einfach selber den Druck nehmen. Ne? Man will auf der einen Seite verreisen, auf der anderen Seite willst du bauen, dann willst du den Helikopter. Ist ja schön, wenn ein Spiel so viel zu bieten hat, dass du nicht gleich durch bist. Ne? Guck mal, hier hast du auch noch zwei Fisch. Sehr gut, isst die mal beide. Müssen wir nachher dafür sorgen, dass er einen neuen Fisch hat. Wie sind die Werte? Okay, eine Sonnencreme wäre nicht schlecht. Ich speichere mal. So, wie viel Uhr hast du denn eigentlich? Ja, 13:57 Uhr. Ich nehme an, wenn wir jetzt gleich Fische farmen gehen würden, Leute. Pass mal auf, wir gießen die Pflanzen. Kann sein, dass wir das überleben ohne Sonnenbrand. Ist ja vom Ding her, von der Uhrzeit gleich so weit, dass das nichts mehr macht. Ich muss jetzt nur hier kurz gucken. Sind die Kartoffeln fertig? Ich glaube, die Kartoffeln sind so gut wie fertig, oder? Komm mal her. Da ist kein Wasser mehr drin. Und hier auch nicht. Dann hole ich da oben schön Wasser. So. Ja, komm. Oh, da hättest du nachfüllen müssen. Egal, das musst du auch noch machen, ne? So, die lasse ich einfach mal jetzt hier liegen nebendran. Na? Ja. Nehme ich gleich Wedel mit hoch. Dann kann ich die nachbefüllen. 1, 2, 3, 4, 5. Die zwei lassen wir hier rumliegen und dann befülle ich hier nochmal mit Wasser, dass jeder Dinger nochmal da oben einen Schluck Wasser bekommt, ne? Eins. Okay, so viel Wasser ist nicht mehr da. Ich dachte, oben ist Wasser aufgefüllt worden. Das habe ich komplett vergessen wohl. Egal, ist nicht so schlimm. Machen wir jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Wer braucht denn am dringendsten Wasser hier? Da ist noch zwei drin Einheiten. Hier, ne? Der Kollege. So. Hier ist auch nochmal eins drin. Passt. Jetzt nehmen wir die Hand kurz. Ich will mal gucken, das sah so aus, als ob ich das schon. Nee, aber die kommt bald. Die Kartoffel kommt bald, Leute. Jetzt pass auf, hier waren wir stehen geblieben gestern. Regale wollte ich noch einbauen, dass der Strand mal ein bisschen sauber wird. Aber jetzt sind wir natürlich hier erstmal dran. Die letzten Bricks können wir ja verarbeiten. Sind nicht mehr viele, vier Stück. Und dann kümmern wir uns um die Wedelplanken. Ich mache untenrum irgendwann zu, wenn wir die Mats haben. Im Moment wäre es mir wichtig, jetzt zu wissen, ob ich da irgendwie mal hochkomme. Und da wäre jetzt der Bauhammer. Und. Ja, klar, das funktioniert, ne? Aber sonst die Treppennachwahl, das hat er nicht mitgemacht. Aber dass das hier bald einstürzt, wenn ich draufstehe, das interessiert das Spiel jetzt nicht. Finde ich gut. So, meine Lieben, jetzt sehen wir gleich, von welcher Höhe wir zukünftig mit dem Helikopter starten. Oh, die ist noch gar nicht ausgebaut. La 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 la. Schöne Geschichte. Natürlich, den Gyroskopter müssen wir. Den Haifisch sollte man vielleicht auch jagen. Das wäre ja jetzt auch ein. Aber von außen natürlich, ne? Kann ja nicht viel passieren. So, hier oben drauf. Hier oben drauf wird dann später, sag ich mal, so 3 auf 3 der Gyroskopter seinen Platz finden. Und da habe ich mir überlegt. Jetzt habe ich natürlich hier schon eine Mauer gezogen. Dann müssten wir da drüben auch eine Mauer ziehen. Eine Mauer kann ich noch. Dann mache ich jetzt mal Folgendes, dass ich es später weiß, dass ich nicht vergesse, dass ich da eine Mauer reinmachen wollte. Hier müsste eine Mauer hin. Hier. Ja? Und unten drunter natürlich auch nochmal ein Stück Mauer. Und dann können wir alles, was jetzt oben noch ist, mit diesem blauen Plan machen, in so einer Art offenen Bauweise. Wobei ich nicht weiß, ob wir dann genug Deckenelemente dran heften können. Das weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, hier Decken anzusnappen weiter, ne? Hat ja hier auch geklappt. Dann kommst du hier rein, kleine Werkstatt. Dann haben wir hier so ein paar Schlupfwinkel. Hier kommst du hoch und bist dann auf der Dachterrasse vom Gyroskopter. Ja, dann machen wir hier noch 2 auf 2. Das wird dann schon. Ich will jetzt allerdings kurz mal was gucken. So. Hier unten ist ja soweit fertig gewesen. Dann hast du hier. Ja, also hier müssen wir noch eine Mauer rein, 2 Bricks und hier nochmal ein Fenster. Dann ist das Thema zu. Hier können wir nochmal mit den ganz normalen Wedeln dicht machen. Dann haben wir einen schönen Übergang. Dann können wir auch innen drin nochmal so einen kleinen Durchgang machen, dass man es weiß. Hier in die Wände können wir natürlich auch einiges heften. Dann ist das Teil da soweit schon mal ausgebaut und kommst hoch in die Werkstatt. Schub, schub, schub. Hier stelle ich mir jetzt vor, dass es eine Art offene Werkstatt wird. Und ich brauche dafür diese Planen. Da gab es nämlich eine Plangeschichte, die da.
Die hier. Aber du brauchst nur die? Echt jetzt? Komm, bring mal das Zeug an den Strand vor. Nimm dir mal so ein paar mit, weil da habe ich nämlich sehr viele. Dann machen wir uns mal noch 4 so Planwände, bevor es dunkel wird. So, die kannst du rausschmeißen. Die auch. Wie viel Planen brauche ich denn für eine Wall? Eine. Ja, ist ja super. Ist ja super günstig. Also eine, zwei, drei, vier gönne ich mir. Dann kriegt es auch ein bisschen Farbe, verstehst du? Kriegt es auch ein bisschen Farbe. Und dann bauen wir noch 2, 3 Regale und räumen ein bisschen den Strand geschwind auf, bis die Kartoffeln durch sind. Und zwar hätte ich die gerne hier oben, weil da werde ich kein Dach drüber zimmern. Zumindest nicht überall. Hier ist dann ein Durchgang. Hier kommt noch ein zweites Mauerstück hin. Da drüben dann auch. Das würde bedeuten, hier kann das Segel dann hin. Macht er nicht. Oh, ist das wieder bösartig? Das ist doch, das sieht nur so aus, als ob er es nicht richtig... Hier, ne? Ah ja, tatsächlich. Oh, das gefällt mir aber gut. Mach den mal komplett zu, dem Bereich, wenn es geht. Okay, das hat auch noch Anzeigefehler, das Stück. Okay, das war nix. Man sieht es tatsächlich manchmal nicht, ne? Kann ich das nicht mehr wieder wegbauen? Leute, das lässt sich nicht wegbauen. Doch, Trap Wall. Es dauert nur ewig. Hat es das auf einmal da mitten reingeballert? Warum? Und? Weg ist es. Und ich krieg's sogar wieder komplett zurück. Ja, das ist okay. Dann bin ich dafür. Jetzt pass auf, nochmal auf den Hammer zurück. Das muss doch möglich sein, dass wir... Also... Hier wird's gehen. Ich will's aber hier hin haben. Ja, es geht. Du brauchst nur ein bisschen Geduld. Und hier hätte ich auch gerne nochmal eins. Bams. So. Dann haben wir das, das und das. Ich würde komplett da hinten... Oh, der Bug, da geht man schon so ein bisschen auf den Zipfel, Alter. Ich bin mal gespannt. Ich kriege ihn halt nicht weg momentan. Das Gematsche. La, 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 la. Taschenlampe. Ups. Ja, noch 2 Stück. 1, 2. Man muss sich manche Sachen einfach gönnen, ne? So. Ja, guck dir das mal an. Dann haben wir nämlich die offene Werkstatt hier. Finde ich okay. Nani. Ja, hier ist er trotzdem noch, obwohl es Nacht ist. So, ich muss ganz kurz hier... Ich werde mir auch wahrscheinlich hier nochmal eine Lampe reinnehmen gleich. Eine? Nee, oder? Scheiße. Ich habe vergessen, dass es 3 breit ist. Okay, müssen wir noch mal ganz kurz. Ich habe mal wieder die Hälfte vergessen. Das gefällt mir. Guck mal, wie es da auch rausraucht. Und keiner weiß, was wir hier treiben, wenn mal einer vorbeikommt. Was wird da? Was geschieht hier? So, ich muss hier noch mal durchgucken. Die waren leer. Bams, bams. Hier haben wir Regale und Seile. Sehr gut. Ich müsste eigentlich noch irgendwo ein Stöffler rumliegen haben hier. Da sind sogar 4. Das sind sogar 4. Ne, dann machen wir jetzt hier noch Zugschwimmen. Dann ist das hier unser offener Bereich mit Planen. Hier kommst du dann in den 3. Stock und obendrauf mache ich dann so Halbmauern am Türmle, wo wir dann zukünftig mit unserem Copter landen werden. Die Bugs. Je mehr ich baue, desto schlimmer wird es halt. Klar, mich persönlich stört es gar nicht so arg. Ich will ja nur gucken, was das Spiel mal hergibt. Wenn dann irgendwann das mal ein bisschen glatter gezogen ist und wir eine 2. Staffel vielleicht machen, wenn wir mal Zeit haben, dann passt es doch, ne? Muss ich mal ganz kurz was gucken. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Du kannst aus Sticks und aus Bricks Dächer machen. Aber nicht aus Planen, ne? Ja, ist okay, dann bleibt es offen. Dann kriegt vorne das Lager ein Dach. So, meine Lieben. Was jetzt noch cool wäre, wenn ich noch irgendwo... So eine Lampe habe ich ja noch, ne? Wenn ich so einen Haken nochmal bauen würde vielleicht. Das war oben auch ausleuchten.
Der Haken war bei... Hier, brauchen wir zwei Sticks. Also, opfer ich noch einen Strunk. Lumi, Lumi, wo haben wir denn? Ah, ich könnte kurz pennen. Dann wird es vielleicht heute nochmal hell. Machen wir eben. Erstmal speichern. Wir sind ja ziemlich weit gekommen. Und jetzt schlieb. Ah, herrlich. Ja, vielleicht sehen wir es ja nochmal bei Tageslicht, was wir gebastelt haben. Jetzt müsste es so 3 Uhr, 4 Uhr sein, oder? 4 Uhr 45, dann wird es jetzt auch ruckzuck hell. Ich trinke hier zweimal. Nehme aber die anderen zwei Schluck hier. Das da und das da und das da nehme ich hier. Und fülle da ein bisschen nach. So, wir müssen uns halt um das Essen kümmern jetzt. Ich habe nämlich nichts mehr reingehängt. Lass mal was durchräuchern jetzt die Zeit noch. Ich wollte einen Strunk auseinanderklatschen. Also nimmt das hin, sie. Nebendran war auch einer drin. Noch einer. Bam, bam. So. Dann machen wir uns noch einen Haken, hängen noch eine Lampe rein, dann wird es eh hell. Zwei. Welche habe ich denn vorhin weggelegt? Die da, gell? Schnappen wir uns. Ich will wissen, wie das dann ist, wenn ich das jetzt hier oben noch ausleuchte. So. Natürlich müssen da noch viel mehr Lampen rein. Die haben keinen großen Lichtkegel. Leider. Ich meine, die Schmiede hier macht ja übrigens... Weißt du was? Wir sollten hinten das Lager ausleuchten. Ich glaube, das wäre gescheiter. Und zwar schon vorsorglich hier ran, wenn es geht. Geht's? Ja, geht. So. Und dann können wir hier weitermachen mit den Regalen. Da gucke ich jetzt nochmal ganz kurz nach. Ich brauche Planken, 3 Stück. Ich glaube, ich habe nicht genug Baumstrünke. Wir gucken mal eben. Und ich wollte noch kurz den Kartoffeln nachgießen. Ja, hinten müssten noch 2 Palmen sein, wenn wir Glück haben. Das kriegen wir jetzt schon noch hin. Oder? Und morgen hauen wir dann einfach ab. Leute, da hängen Kartoffeln dran. Mittlerweile sehe ich es auch. Pick up. Nur eine Kartoffel? Echt jetzt? Ich dachte, man hat eine höhere Ausbeute. Pipi-Blume ist auch wieder nachgewachsen. Ja, sehr schön. Ich dachte, es kommen ein paar mehr Kartoffeln raus halt, ne? Aber gut, was willst du machen? Pipi zu Pipi. Nee. Erst umswitchen. Pipi zu Pipi. Und hier haben wir die, genau. Die habe ich aber nicht mal angepflanzt. Die Geschichte hier rein. Und dann würde ich die erste Kartoffel mal hier reinlagern. Gut, aber der erste Nachzucht an Kartoffeln haben wir jetzt schon mal. So, hier sind 2 Schluck Wasser drin. Den hier, dann hat der, der ist auf jeden Fall voller wie der. Ich würde Pipi-Blumen, wäre schade, wenn die kaputt gingen. So, Leute. Alles klar. Schön. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir nämlich einfach schnurstracks noch weiter. Ich hatte... Die brauchst du nicht. 1, 2, 3. Ah, ein Regal kriege ich hin. Ein Regal kriegen wir hin. Mehr nicht. Gut, ein Regal ist besser als kein Regal. Fürs Leder zumindest. Dann hauen wir das Leder. 1, 2, 3, 4. Können wir auch nochmal Bricks machen. Geile Geschichte. Sehr, sehr schön. Also. 1, 2, 3. So läuft's, oder? So langsam kommen wir dahinter. Ich freue mich schon auf die nächste Floßfahrt jetzt. Oh. So läuft's, ne? Bam. Liegt da drin. Löwe, mach Platz, ich komm. Ja, ja, das musste ich jetzt einfach über 2 Folgen ziehen mit dem Ausbau, damit wir hier auch mal einen Fortschritt haben. So, jetzt hier langsam rein. Schöne Geschichte. Bis auf die Bugs. Ist das Driftwood hier gewesen? Nee, ne? Wood Foundation. Die sieht nur ein bisschen krasser aus heute. Das wäre echt blöd, wenn mir das Driftwood flöten geht. Hier ist das Regal. Wie habe ich denn das gemacht? Immer so ein bisschen mit Abstand. Weißt du was? Ich mache das ungefähr so. Dann mache ich das so. Hier ist das Regal. Hier würde ich es fast mittig machen. So. Ist der Abstand ungefähr dasselbe. Dann haben wir die Geschichte. Hier haben wir dann eine Leuchte. Ja, das passt schon. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück hier hin, dann kommen 6, 7 hier hin. Und dann können wir aber hier auch weiter durchfahren, ne? 8, 9, 10, 11, 12.
Ach, die Leiter. Ich dachte gerade, wo geht das Männle hin? Alles klar. So, Leute. Okay, jetzt fehlen uns halt wieder Mats. Jetzt pass mal auf, wir machen uns gleich nochmal Bricks. Wir haben ja gerade ein bisschen Clay eingesammelt. Ein Brick. Zwei Brick. Zwei Brick gibt nochmal ein Element. Dann würde ich sagen, wir fangen unten an, dass es hier Hand und Fuß hat irgendwann. Und zwar gehen wir auf den Hammer. Dann schnappen wir uns die Wall und zeichnen die hier an. So. Dann haben wir den aufgebaut. Müssen wir halt jetzt unterwegs gucken. Clay ist wichtig. Baumstrünge müssen wir mitnehmen. Unbedingt für mehr Regale. Bams. Hier kommt dann das Dach drauf. Haben wir da eigentlich schon mal überlegt, wie wir das genau machen? Es wird langsam ein Gebäude, oder? Es wird langsam ein Gebäude. Gefällt mir sehr gut. Wie sieht es vom Floß aus aus? Ja, das wird schon ziemlich heftig. Ja, du musst es da vorne ein bisschen rausziehen. Das klemmt nämlich hier. So. Ach, das zieht sich automatisch wieder runter im Moment. Wahrscheinlich hängt es hier auch noch. Okay, der lässt sich da jetzt nicht viel. Ich überlege, ob wir den Haifisch noch... Ob wir den Haifisch noch machen, geschwind. Aber da müsste ich ein bisschen was vorbereiten. Wir haben nämlich kaum mehr Muni. Okay, aber sonst würde ich sagen, so langsam aber sicher zeichnet sich hier was ab. Das passt. Was wollte ich denn noch machen, bevor wir aufbrechen, Leute? Los, mir nochmal überlegen. Die Wasser... Ja, Wasser, richtig. Und wir müssten kurz ein bisschen was zum Essen holen. Vielleicht holen wir uns... den großen, aber da war der Haifisch drin hier, ne? Pass mal auf, geschwind. Habe ich mein Messer dabei? Ne, muss ich erst nochmal kurz gucken, wo das ist. Haben wir die Regale? Das heißt, ich könnte kurz was einräumen. Lass uns mal kurz einräumen, Leute, dass hier ein bisschen eine Ordnung reinkommt. Hier ist übrigens Messer. Hier, den kannst du rausnehmen, hier rüber machen. Dann haben wir hier die erste Kiste mit dem Leder, die mitgeht. Fischerspeer hole ich nachher. Hier ist auch kein Leder. Hier ist ein Labeler drin. Da war auch nochmal ein Clay, ne? So, zwei. Drei. Der kann jetzt hier bleiben, der Stoff. Das kann auch hier bleiben. Und dann sammle ich mal unser Leder ein. Und zwar einmal das Rohleder. Und die Geschichte hier. Kurzer Moment. Machen wir doch ganz einfach. Hup. So. Und... Zack. Ist die jetzt schon voll komplett? Ne, da können noch zwei Leder rein. Da liegen bestimmt noch irgendwo welche rum, ne? So, dann schnappe ich mir die Kiste. Dann würde ich mir auch noch einen Labeler schnappen, wenn ich einen finde. Guck mal, hier ist auch noch ein Lämple. Ach, das war die vom Strand, gell? Leute, wo habe ich den Labeler hin? Deswegen müssen wir sauber machen. Das bringt so nichts mehr auf die Dauer. Ich glaube, er war hier drin. Ist wie Memory spielen. Da war ich schon nicht wirklich gut. Wir hatten aber eine Labelmaschine, ne? Wir hatten sogar mehrere, glaube ich. Hier ist er. So, jetzt. Da liegen auch die Electronics rum. Schalalalala. So, wollen wir mal gucken, wie viele Electronics wir haben. Vielleicht können wir uns schon einen Rahmen von irgendwas aufbauen. So, rein in die Matschstube. Dann haue ich jetzt hier die Kisten drin. Okay. Label in die Hand. Ne, erstmal gucken. Unten ist Layer noch. Hier ist Leder drin. Und hier oben... Rohleder. Also, dann schreibe ich das jetzt so hin. Roh. Was sagen wir das so? Ja, das schreibe ich einfach so. Rohleder. Bams. Und hier schreibe ich Leder rein. So, Leute. Dann haben wir auch tatsächlich ein bisschen was aufgeräumt. Lass uns mal gucken. Ein Platz wäre noch. Rohleder, Leder. Diese Cloth würde ich da dazu machen, wenn wir da noch welche haben. So, die letzten Folgen, in denen ich wahrscheinlich hier so rumhecht und das Zeug absuche. Sehr gut. Werkzeuge, Werkzeuge leer. Seile. Hier sind sie. Ich gucke alles durch einmal, dass ich weiß, dass ich alles zusammen habe. Die ist leer. Das war's, ne? Dann machen wir das jetzt noch. Ich schreibe da natürlich jetzt Stöffle rein, ne? Da weiß ich, was ich suche. Ist eigentlich kein Stoff. Aber man kann auch Verbände damit machen, glaube ich, oder? Mit den Dingern hier. Ziehst dir rein. So, und da schreibe ich jetzt Stoff. So, dann weiß ich, was ich suche.
Alles klar, Leute. Es geht langsam vorwärts, aber es geht vorwärts. Vor ein paar Folgen haben wir das alles noch nicht gehabt. Hier, ganz klar, ne? Man kann es aber halt manchmal schlecht lesen. Tape. Für Tape, Pfeile, Bogen. Was war denn unten drin? Unten ist noch leer. Stein, Stein. Hier habe ich einen kompletten Steinding. Da kommen nur Steine rein. Ey, ich habe noch einen leeren Bereich. Einen leeren Bereich. Lass mich mal ganz kurz gucken. Irgendwas werde ich da noch reinräumen. Vielleicht Seile? Vielleicht Seile. Es sollten auf jeden Fall Grundstoffe so ein bisschen sein in die Richtung. Und nicht gerade... Und nicht gerade Dinge, die... Das sind also keine Werkzeuge oder so. Für die will ich ein extra Ding. Weißt du, wir nehmen einfach die Seile jetzt hier. Und dann mache ich da die Seile rein. Crafte ich mal ein paar auf Vorrat demnächst. Dann brauchen wir bloß ans Lager. Und jetzt holen wir uns gleich noch einen großen Fisch für den Ofen, Leute. Nicht den Haifisch, den machen wir demnächst mal irgendwann, aber einen großen Fisch halt. So, und das machen wir jetzt hier so, so und so. Zack, zack, und dann schreibe ich da auch hin, Seile. Und schon geht es so langsam in Richtung Sauberkeit. Tapeband haben wir oben, Pfeil und Bogen, der kommt dann natürlich dann wieder weg. Seile, Steine, Rohleder, Leder, gefällt mir gut. Und Stöffle, da ist er, ne? Hä? Alterle. Ich glaube, dass wir zwei uns bald mit der... Ich mache mir einfach... Wir gucken mal, weißt du? Vielleicht haben wir nämlich genug Dinger. Dann können wir den doch machen. Das wäre natürlich das bessere Essen, ne? Ich habe ja eh gesagt, dass ich alle Haifische einmal machen möchte. Komm her, ich sammle das jetzt mal kurz zusammen, was wir hier so haben. Hier, ein Refine-Speer. Hier haben wir noch einen. Noch einen. Noch einen. Noch einen. Und noch einen. Der ist so geil. Ja, wir kriegen das allein mit den Speeren wahrscheinlich hin. Das sind Pfeile. Speargun Arrow. Nimm das alles mal auf, ich habe eine Idee. Weil erstens mal kann ich ja einen Teil davon gleich wegräumen. Sehr schön, so langsam. Noch eine Idee. Eins, zwei. Okay, muss ich den später machen. Da da di, da 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 da. Ja, dann holen wir uns jetzt den Haifisch, Leute. Weil der bringt uns auf jeden Fall am meisten Futter. Und ich habe es ja eher als Ziel, ne? Okay, die Speargun muss ich jetzt noch holen. Die liegt da hinten irgendwo. Hier ist sie. Nö, nee, was hast du denn jetzt aufgenommen? Den kannst du da lassen. Den Leblau, die nimmst du. Was haben wir hier noch? Da ist nichts Wichtiges. Hier ist auch nichts, was wir jetzt brauchen. So, jetzt bringe ich die Pfeile, Pfeil- und Bogenmäßig noch weg, schwind. Und dann holen wir uns den Haifisch, wenn das klappt. Probier mal einfach, Leute. Probier mal einfach. Dubiduba, dubiduba. Siehst du, und jetzt kommt das erste Mal nämlich der Moment, wo du ins Lager gehst und denkst, Pfeil und Bogen. Flap. Zwei Pfeile dazu. So, Leute. Wo ist denn der jetzt? Ich bin mal gespannt, was der jetzt mit uns anstellt. Ins Wasser reinzugehen jetzt zudem ist natürlich jetzt irgendwie unnötig, sich in Gefahr bringen, oder? Ich nehme mich an, wenn ich da jetzt reinhüpfe, der beißt mich einmal richtig, dann hat sich's erledigt, ne? Wenn er überhaupt noch da ist. Das wäre ne... Irgendwas hat geschubst. Irgendwas hat mich geschubst. Die alte Lette, ich glaube, dass der um die Insel rumflitzt, hä? Der ist nämlich gar nicht mehr da. Oh. Ich müsste eigentlich auch ins Wasser. Sag mal, wie sieht denn das eigentlich aus? Kann der durch die Foundations hier durchschwimmen? Wegen dem Dings, weißt du? Wegen dem Sonnenschutz jetzt geht es nämlich langsam in die Richtung ab. Aber der war nicht so groß, ne? War das überhaupt der weiße Hai? Ich weiß es nicht. Da vorne wäre ein großer Fisch. Wenn ich den schnappen könnte, wäre es auch cool. Seeigel. Tja, Leute, ich glaube, wir holen uns einen normalen Fisch und machen den demnächst einfach mal irgendwann. Da ist er. Oh, der ist nicht so wichtig. Der ist nicht so witzig. Da kommt er wieder. Zwei Treffer haben wir schon, ne? Jetzt kommt doch die Musik.
drei Treffer. Okay, der, weißt du, was der macht dann in dem Moment, wo der getroffen wird? Greift er nicht an, ne? Das heißt, du kannst den wahrscheinlich schon im Nahkampf mehr oder weniger machen. Wenn er dich halt einmal richtig erwischt, ist wahrscheinlich rum. Komm da. Boah, Alterle. Wow, wir haben den! Fünf Pfeile waren es, glaube ich, oder? Eins, zwei, drei. Tiger heißt es nur. Ach so, das ist ja der Weiße, ist wahrscheinlich ein anderes Kaliber, ne? Also an der Stelle natürlich hier, es geht doch hauptsächlich ums Ziel, dass wir alle größeren Tiere hier halt einmal gemacht haben, wenn es möglich ist. Der Megalodon, von dem ihr geschwätzt habt, das werden wir mit dem Gyroskop da dann mal unterwegs sein. Der Tigerhai. Ja, ein Tigerhai ist jetzt auch nicht so ein Riese. Man weiß, aber der hat auch jetzt, der ist auch nicht geflüchtet, ne? So, Leute. Dann haben wir noch was zum Essen auf jeden Fall. Ja, der ist viel kleiner wie der andere, ne? Aber er hat mir ein bisschen Muffe gemacht einfach. Ich weiß gar nicht. Der weiße Hai, der ist wahrscheinlich weiter draußen. Den werden wir hier vor Ort wahrscheinlich so gar nicht treffen, oder? Bin ich mal gespannt, Leute, wenn es soweit ist. Der weiße Hai fehlt uns. Was haben wir denn jetzt? Den Tigerhai haben wir jetzt gemacht. Den kleinen Katzenhai, den lassen wir weg. Da hast du ja gesehen beim letzten Mal. Der macht gar nichts. Dann haben wir einen Tigerhai und diesen Walhai. Bin ich gespannt, wenn die richtigen kommen. Bin ich sehr gespannt. Die kannst du rausschmeißen. Oh, der ist aber ergiebig. Aber es war der letzte schon, ne? Okay, zumindest haben wir uns den bestellt. Ich wusste ja vorher nicht wirklich, dass das auch eher ein kleiner ist. Oh, gross. Ja, das hat sich gelohnt, Diggerle. Da kommst du jetzt eine ganze Weile rum. Ja, drei Stück wieder. Eins, zwei. Nein. So, das haben wir. Leder räume ich gleich weg. Wie sieht es mit unseren Werten aus? Sonnenbrandmäßig, passt noch. Oh, da ist auch nicht mehr viel drin. Was habt ihr gesagt? Ich kann auch mit Wedeln beheizen, ne? Schmeiß mal den Bauhammer so lange raus. So, Leute. Dann fülle ich jetzt hier schon mal wieder alles auf. Dann sind wir beim nächsten Mal auch gut gestärkt. So, eins, zwei, drei. Ah, da brauchst du mehr. Aber ist klar irgendwie. Aber dann brauche ich meine Sticks nicht immer verholzen, ne? Werde ich mir zukünftig dann merken. Das mache ich aber so, dann geht's schneller. So, das war ein bisschen unnötig, aber egal. Ist ein Spiel. Ich bin da nicht so der Rationelle, ne? Hauptsache wir haben Spaß. So, Leute. Dann haben wir tatsächlich noch einen kleinen Haifisch uns geschnappt. Zum Abschluss dieser Runde. Ich werde mal gucken, dass ich das Floß vielleicht aufgestellt kriege, sodass wir morgen in der Folge dann direkt los können. Einmal schön die Hälfte an Kisten nehme ich mit. Die andere Hälfte werden wir unterwegs suchen. Und dann machen wir uns einfach mal hinter Crasher Island auf, ein bisschen was zu looten, eine kleine Tauchtour zu machen, ein bisschen Zeugs ranzuholen. Lass uns noch das Leder kurz zusammen wegbringen. Für was haben wir Kisten, ne? Sehr schön. Organisatorisch wird es langsam. Ja, so gefällt es mir. Ne, hier oben war Rohleder. Und da kommt es dazu rein. Ne? So, ich könnte es natürlich jetzt auch gleich weiterverarbeiten, aber warum sollte ich, ne? Hier haben wir alles eingelagert. Es wird langsam, meine Lieben. Nächste Folge machen wir einen Ausflug. Ich kümmere mich jetzt hier noch ein bisschen ums Wasser auf und den Pflanzen und so, dass wir in aller Ruhe abhauen können. Ein paar leere Kisten aufs Floß, ein gutes. So, Leute, ich speichere ab. Ich freue mich auf morgen. Habt noch einen wunderschönen Abend und kommt gut in die neue Woche. Bis dann.